Your Gaming Specialist with Killer Prices. Menü weg in 3, 2, 1, jetzt! Und steigen. Was geht ab, liebe Freunde? Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Damit willkommen zurück zu einer Folge Lego City Undercover. Und wir haben immer noch diese komischen Dinger hier in der Hand. Und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Irgendjemand? Ach, da oben rein. Okay, dann muss eben jemand zur Tankstelle latschen und das muss man erstmal sehen. Ich hab das nicht gecheckt. Das tut mir furchtbar leid, aber das habe ich nicht gesehen. Nummer 2. Und jetzt Nummer 3. Ja, das habe ich nicht gesehen. Also da, manchmal fehlt mir dann auch der Blick dafür. So, zack. Jetzt bin ich mal gespannt, was damit passiert. Okay, was ist das? Wieder ein Teleporter, den wir auch direkt benutzen werden. Teleportieren wir uns jetzt zum Schiff? Nee, noch nicht ganz. Wir haben hier noch was anderes Cooles. Ja, auf jeden Fall läuft bei mir... Da ist eine kleine Lücke und ich spring da rein, ey. Oh Mann, bin ich dumm. Komm schon. Jetzt geht er rauf. Zack. Und benutzen. Oh, das ist natürlich sehr fancy, wenn ich ehrlich bin. Auch mit diesem kleinen Shuttle, was da unten dran hängt. Das ist sehr cool. Aha, das Ding geht kaputt. Und was macht es jetzt? Ja, das könnte Ihre Aufmerksamkeit erregen. Ah. Hoffe, dieser Schacht da oben führt zum Hangar. Okay, jetzt muss ich irgendwie... Ey, nein! Ah, egal. Wow, das Energieniveau ist enorm gesunken. Egal, einfach mal hochklettern. Alle Techniker, dachte, ich hätte jetzt bitte sofort zum Systemcheck in den deinem Sonnensystem vielleicht noch irgendwas Cooles bauen können. Aber ey, wir sind jetzt genau unter dem... Nee, noch nicht. Ob ich mit meinem Führerschein auch Raketen fliegen darf? Boah, das wäre ja voll nice, wenn wir jetzt irgendwie mit der Rakete wohin fliegen würden. Wenn dann auf dem Mond. Das wäre richtig cool. Wie kriege ich jetzt den Mondbuggy aus dem Shuttle? Da sollte sich ein Knopf befinden, um den Ladebereich zu öffnen. Und er braucht sicher Strom, oder? Ja, wieso? Ich glaube, ich habe die Stromversorgung unterbrochen. Und jetzt ist der Kontrollraum voller Leute. Okay, warte mal. Im Hangar sollten sich einige Hochleistungslaser befinden. Mit deren Hilfe solltest du Energie für das Shuttle bekommen. Oh, sorry, ist schon der Hammer, spät was gerade. Man im Internet so alles rausfinden kann. Okay, sonst noch was, das ich wissen sollte? Die jährliche Regenmenge von Lego City? Danke, Ellie. Vor allem, was regnet es? Was regnet es in Lego City eigentlich? Diese komischen blauen Steine oder was? Jetzt ist jetzt mal die Frage. Ah, warte mal. Ah, ich habe doch so eine geile Energielaserkanone. Bringt mir das vielleicht was, da oben gegen zu schießen? Nein. Aber vielleicht hier gegen. Dagegen. Mach mal da! Zack! Jawohl! Nur Verkleidung mit einer Farbverkürzung von Linde. Okay, Moment. Echt jetzt? Funktioniert das? No way, oder? Lava! Jetzt ist der. Das hat aber nichts gebracht. Das hat aber jetzt so nichts gebracht, Freunde. Moment. Was hat denn das jetzt hier eigentlich gemacht? Da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf geachtet. Warte mal. Okay, warte mal. Moment. Dum, 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 dum. Aha. So nämlich. Und da ist der Farbwechsler. Was auch immer wir damit anstellen sollen. Er wird jetzt rot. Vielleicht muss ich tatsächlich da oben drauf schießen. Warte mal. Hä? Ein grauer Farbwechsel. Mein Gott. Und da oben sind nochmal so Laser. Boah, die muss ich jetzt irgendwie zueinander dingsten oder was? Okay, boah. Dass der diese Leitern nicht hochspringt, weil das ist so ein Spacko. So, komm hoch hier. Warte mal. Machen wir mal so. So kann ich dich nicht verhaften, glaube ich, oder? Doch, ich kann dich immer verhaften. Alles klar, komm her, zack. Wow, nice. War das nicht, funktioniert nicht auch so der, 6-1, ne, hier, der Rey Mysterio hat auch so einen geilen Trick. Der funktioniert doch quasi, genauso, also der Wrestler. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Na, ist auch egal. Okay, wir müssen jetzt irgendwie... Kann ich den hier auch verprügeln? Nein, der interessiert sich auch gar nicht für mich.
Ah, jetzt habe ich den grau gefärbt, aber ich weiß nicht, ob das was... Ah, doch, der... Ah, der reflektiert jetzt. Deswegen, ich verstehe. Das bringt mir aber nichts. Das hier wollen wir kaputt machen. Aber ich kann hier was draus bauen. Nice. Frage ist nur, ob mir das... Ah, okay. Schieben. Frage ist, was mir das bringt. Ich muss das ja offensichtlich hier hinschieben. Vielleicht kann ich hier noch was draus bauen. Und hier was draus bauen. Ne, da ist vor allen Dingen so eine Kiste drin. Okay, Moment. Die muss ich jetzt erst wieder zusammensetzen. Okay. Moment. Dann machen die Kiste. Grün, rot, blau, gelb. Kein Problem. Grün, rot, blau, gelb. Was auch immer du uns jetzt hier... Wahrscheinlich ein neues Exemplar von diesen Dingern. Oder was genau? Was wird das sein? Ah, okay. Das wird auf jeden Fall so ein reflektierendes Teil werden. Ich muss nämlich den Laser jetzt wahrscheinlich quer durch den Raum bringen. Oh, Moment. Laser 1 aktiviert. Laser 1 aktiviert. Das ist quasi die Stromzufuhr. So. Das gleiche läuft jetzt wahrscheinlich hier genauso. Das ist wieder ein Farbwechsler, schätze ich. Ja, aber den brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Denn wir müssen hier wahrscheinlich das ein oder andere trotzdem noch versilbern. So, jetzt geht der Laser hier komplett bis zum Ende durch. Wir müssen, glaube ich, da oben dieses Ding da wegmachen. Ich komme jetzt aber auch leider hier gerade nicht hoch. Nein. Okay, da muss ich mal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwas finden, womit wir was bauen können. Hiermit vielleicht irgendwie was Cooles? Nee, leider nicht. Vielleicht hier oben mit? Oder? Nee, leider auch nicht. Okay. Okay, was bringt mir denn die... Ach, da oben! Ich hab's gesehen. Ich verstehe. Moment. Zielen. Und nein. Da oben hinschießen, bitte. Und jetzt lässt er das Teil wahrscheinlich fallen. Ja, das dachte ich mir schon. Und jetzt können wir daraus nämlich einen neuen bauen. Müssen aber trotzdem noch mal eben ganz kurz die Farbwechselkanone wechseln. Boah, ist ja richtig durchdacht, Alter, hier das Game. Leck mich am Arsch. Mehr oder weniger. Es ist trotzdem Schwierigkeitsgrad für Dreijährige. Aber nichtsdestotrotz. Hey, warte mal. Ach so, nee, warte mal. Ich muss den noch versilbern. Deswegen funktioniert das nicht. Aber trotzdem, Laser immerhin macht man, die sich Gedanken aktiviert. Gemacht. Basisfunktionen des Shuttles aktiviert. Weswegen ich das Game ja feiere, ist wegen der Synchronisation und weil ich Lego generell super nice finde. Und weil so ziemlich alles hier aus Lego gebaut ist. Bis auf gewisse Ausnahmen, aber ansonsten finde ich das mega nice. Da müssen wir mal ganz kurz verprügeln hier. Oh, hier Handschellen anlegen. Oh, geil! Der Matrix-Trick. Der ist draufgegangen, oder? Ja, sowas überlebst du nicht. So, die Frage ist, ich brauche jetzt noch so einen geilen Automaten, um mir so ein Stück Dynamit zu besorgen. Die Frage ist, vielleicht da oben. Weil da unten könnte nämlich noch was Cooles zu finden sein. Elektriker! Ich kann noch hier Gärtner werden, noch hier Statiker, beziehungsweise, ja, scheiße, es ist schon zu spät. Mir fällt der Name nicht mehr ein, was ich vorhin gesagt habe. Aber der letzte ist wohl Elektriker. Der letzte wird wohl Elektriker sein. Okay, aber irgendwie finde ich hier nichts mehr, woraus ich mir einen Automaten für Dynamit bauen kann. Von daher scheiß drauf. Wir fahren jetzt einfach mit dem Teil. Vielleicht finde ich oben noch einen und muss dann runterspringen. Das könnte ich mir sogar noch sehr gut vorstellen. Okay, aber erstmal kurz das hier aktivieren. Und dann nach oben. Oh Gott! Okay, das war knapp. Ich dachte, die Plattform fährt nach oben. Na gut. Also ich schätze mal, dass wir oben wahrscheinlich was finden und dann runterspringen müssen. Obwohl der Sturz vielleicht killen würde. Müssen wir aber aufpassen jetzt. So. Und jetzt hier rüberspringen. Nice.
Hier, hier komme ich nicht weiter, weil ich Elektriker sein muss. Ich verstehe. Was können wir denn hier machen? Gar nichts. Elektriker, Botaniker und... Ja. Mir fällt immer noch das scheiß Wort nicht ein. Ich komme jetzt einfach nicht drauf. Das, es hat sich... Ich hatte es gerade... Architekt! Verdammte Scheiße! Mann! Ah! Das ist manchmal, wenn man was im Kopf hat, aber dann irgendwie trotzdem alles wieder vergisst. Was ist denn das jetzt eigentlich, was ich hier eingesammelt habe? Irgend so eine Karte, damit ich die Brücke aktivieren kann. Okay, ich verstehe. Und das ist gerade hardcore-mäßig am Ruckeln, weil die Switch das nicht packt, die paar Effekte zu stemmen. Aber nun gut. Ist halt in gewisser Weise auch ein schlechter Port, weil Arms zum Beispiel, wie gesagt, grafisch definitiv aufwendiger ist und das einfach komplett flüssig läuft. Und das hier ist halt so... Ja, okay, ne? Aber jetzt bauen wir das Ding wieder zusammen. Und dann haben wir einen Mondbuggy! Nice! Und damit kann ich mich jetzt reinsetzen. Die Frage ist, wohin fahre ich denn jetzt eigentlich mit dem Ding? Ah, hier drauf. Okay, ich verstehe. Moment. Ah, jetzt kann ich mit dem Mondbuggy komplett aus dem Level raus... Wie cool! Hey, das ist mein Wagen! Du bist so besitzergreifend! Der gehört nicht dir! Na dann eben uns, ihm jedenfalls nicht. Komm mit! Ja, ich habe auch einen coolen Weltraumanzug an, also gehört der mir ja irgendwo auch ein bisschen. Was zum Teufel hat das? Was hat diese Szene für Sinn gemacht? Mann. Meine Leute warten nicht auf dich am Dock. Was? Ja, ich hab's gemerkt. Sie sind spät dran. Und mit spät dran meine ich... Sie sitzen hier auf ihrem Hintern! Oh, Sie sind anscheinend doch los. Wen soll ich denn jetzt anschreien? Sie kommen also bald, richtig? Denk schon. Pass ja auf den Mondbuggy auf, solange Sie noch nicht da sind. Ich gehe raus auf die Straße und schrei ein paar Passanten zusammen. Bis dann, Fahrer. Muss ich den jetzt verteidigen? Wahrscheinlich. Ich kann die Brücke sprengen, oder? Da stand ein Fass. Wer weiß. Was muss ich denn jetzt machen? Geh den Sicherheitsleuten auf der Apollo-Insel aus dem Weg, bis Schanzmänner 1. Oh Gott, au! Oh, der Erste hat mich schon mal direkt gerammt, ey. Was für ein Arschloch. Boah, das Teil hat einfach... hat aber auch einfach... Die Lenkung des Todes. Boah, geil. Das ist ja sehr fett. Was ist das hier eigentlich? Nein, nicht gegenfahren. Nein, aua, was mache ich denn? Ich muss einfach noch 30 Sekunden ausweichen. Okay, kriegen wir. Oh, 27 Sekunden noch. Alles cool. Machen wir. Kriegen wir hin. Das ist ja jetzt keine besondere Herausforderung. Einfach noch ein bisschen im Kreis und dann hat sich das schon. Aber ansonsten, wie gesagt, ich habe immer noch nicht so richtig... Okay, ich meine, der tiefe Sinn der Story ist ja, dass wir irgendwie an den Rex Fury dran... Alter! Nicht schlecht, Chase. Hier spricht der Werkschutz. Wie der aussieht. Alle Mann zurück zur Basis. Mein Mondbuggy ist voll kein Mondbuggy mehr, der sieht einfach nur noch scheiße aus. Egal, scheiß drauf. Soll ich ihn so mitnehmen, wie er aussieht? Fertig ist die Kiste. Oh, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nirgendwo gegenfahre. Moment. Wenn ich jetzt irgendwo gegenfahre, dann habe ich verkackt. Oh, nicht so schnell, Moment. Aber wie gesagt, der Sinn der Story ist ja, an Rex Fury dran zu kommen. Und das bedeutet, dass ich für irgendwelche Handlanger hier Aufträge erledigen muss. Aber ich fand das jetzt geil. Die Mission mit dem Mondbuggy hat mir gut gefallen. Fand ich cool. War abwechslungsreich. Wurde aber auch Zeit, Jungs. Ja, viel Spaß mit dem Mondbuggy, der einfach überhaupt nicht mehr aussieht wie ein Mondbuggy. Okay. Oh, meine Fresse. Warum wir die denn noch haben wollten, aber gut. Egal. Wir übernehmen ab hier. Folg uns ja nicht. Ich wüsste auch nicht, warum ich dir folgen sollte. Weil... Den Buggy, den brauchen wir nicht mehr. Kontrolle abgeschlossen, Speichervorgang, Kapitel 8, die Befreiung. Okay, kriegen wir jetzt noch ein Telefonat zu hören hier irgendwie, bevor es weitergeht? Oder wie sieht das aus? Ah, doch, hier.
Nein, falscher. Nein, nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier. So. McCain, bist du in der Nähe vom Zentrum? Klar, Chief. Warum? Wir haben Hinweise darauf, dass eine Gang Forrest Blackwell entführen will. Die halten ihn auf einem Gebäude in der Nähe des Wissenschaftsmuseums im Zentrum fest. Bin schon unterwegs. Wurde Verstärkung angefordert? Ja, aber bis die da sind, ist es zu spät. Also beeil dich ein bisschen. Ich will es mir wirklich nicht mit Forrest Blackwell verscherzen. Okay, dann werden wir jetzt mal auf zu Forrest Blackwell eilen und ihn befreien. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter, 19 Uhr. Nicht vergessen, bis dahin, haut rein. Tschüssi!